Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im schönen Fulda. Wenn wir in Fulda sind, ist es immer etwas kühler, der Herbst kommt. Schön, dass Sie alle beisammen sind. Danke herzlich den Kolleginnen und Kollegen von katholisch.de für die Übertragung. Ich begrüße herzlich den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Er wird gleich ein kurzes Statement geben, danach können Sie Ihre Fragen stellen und er gibt seine Antworten. Technische Hinweise noch für die Fotografen, Kamerateam 16.15 Uhr treffen unten im Foyer für den berühmten Bildtermin, auf den sich auch schon alle freuen. Und morgen früh um 7.30 Uhr ist dann die Eröffnungsmesse. Herr Kardinal Marx wird frei und ohne Manuskript predigen, das nur schon mal als Ankündigung. 10 Uhr das Pressegespräch mit Erzbischof Varda aus Erbil im Irak, Kurdistan. Und dann um 13 Uhr die Vorstellung der Einheitsübersetzung der Bibel. Die Fotografen würde ich bitten, gleich nur so geduckt zu gehen, dass sie den Kameras nicht im Weg stehen. Herr Kardinal, ich darf Sie um Ihr Wort bitten. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben für die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz hier an diesem bedeutenden, wichtigen Ort für das christliche Leben in Deutschland. Vielleicht ist es auch ein wenig gut, noch einmal an diesen besonderen Spirit von Fulda zu erinnern. Wir versammeln uns am Grab des heiligen Bonifatius, wirklich einer der großen Väter Europas, Engländer, Germane, Sachse, Friese und nicht zuletzt Römer, der er war und geworden ist, ein Universalist, ein Mann, der Zivilisation ermöglicht hat, der Brücken gebaut hat, der Menschen zueinander geführt hat, der sie herausgeführt hat aus ihrer Stammesenge in einen größeren Zusammenhang, den wir Europa nennen. Sie ahnen, da könnte man vieles auch auf die aktuelle Situation beziehen, das werde ich auch tun, nachher in der kleinen Ansprache während der Vesper, aber ich denke, auch hier hat es seinen Ort. Wenn wir die aktuelle gesellschaftliche, politische Lage anschauen, nicht nur nach der Wahl gestern, auch nach den Wahlen, die vorher da waren und die noch auf uns zukommen, spürt man eine gewisse Erregung, eine gewisse Nervosität in unserer Gesellschaft. Und das hat nicht nur zu tun mit der Situation im Blick auf die Flüchtlinge, sondern hat vielfältige Ursachen. Darüber werden wir in den nächsten Jahren noch weiter nachdenken. Aber natürlich ist das auch ein Thema der Bischofskonferenz. Sie haben gerade schon gehört, Erzbischof Varda aus dem Irak wird bei uns sein und auch über die Situation der Menschen, besonders der Christen, dort berichten. Denn für uns ist klar, wir können den Menschen, die in Not sind, die aus der Situation von Krieg, Verfolgung, Not fliehen, zu uns oder in die Nachbarländer oder wo auch immer hin, in ihren eigenen Ländern, ihnen können wir nicht den Rücken zukehren als Christen. Das ist eine riesige Herausforderung, vor der wir stehen und die wir auch anpacken wollen. Wir werden darüber den Bericht hören von Erzbischof Heese. Am 29. September gibt es den zweiten katholischen Flüchtlingsgipfel, wo wir noch einmal schauen, wo sind wir. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir auch öffentlich sagen, das letzte Jahr war herausfordernd, ist herausfordernd weiterhin für uns, aber es ist auch sehr, sehr vieles in Gang gekommen, positiv. 1 Million Menschen sind zu uns gekommen, aber es ist doch eine große Leistung Ehrenamtlicher, der Hauptamtlichen, der Verwaltungen. Das ist längst nicht zu Ende. Vieles bleibt noch sozusagen in der Pipeline, wie man heute sagt. Und die Fragen der Integration werden uns noch Jahre beschäftigen. Aber dürfen wir nicht auch einmal sagen, es ist sehr, sehr viel geleistet worden. Und ich bin dankbar dafür, wenn ich in die Pfarreien komme, dass alle weiterhin bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Es gibt keinen Rückgang an Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen. Lassen wir uns das nicht einreden. Lassen wir nicht durch aufgepeitschte Emotionen zu, dass die Kultur unserer Gesellschaft, die so stark auch von Solidarität und Mitmenschlichkeit geprägt ist, lassen wir uns das doch nicht kaputt reden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir als Kirche, denke ich, zu sagen haben. Und wir können und müssen auch unseren Beitrag dazu leisten. Und da werden wir die Anstrengungen sicher auch noch fortsetzen. Also das wird sicher auch ein Thema sein. Wie gehen wir damit um? Aber in der Tradition des heiligen Bonifatius, denke ich, sind wir Bischöfe Europäer, ja mehr noch, wir sind Weltbürger und müssen den Gläubigen zeigen, dass wir als Kirche auf die ganze Welt bezogen sind und dass wir keinem Armen den Rücken zukehren.
ob wir allen und jedem überall auf der Welt helfen können, darum geht es letztlich ja auch nicht. Das kann kein Mensch. Wir sind nicht derjenige, der alles lösen kann. Aber wir dürfen uns nicht abwenden. Wir müssen diese Not sehen und unser Engagement einbringen. Und das werden wir auch in diese Gesellschaft hinein tun. Auch in der Bitte, sich in der öffentlichen Debatte zu mäßigen und wirklich nach Problemlösungen zu suchen, nicht die Situation anzuschärfen, keine Ressentiments zu schüren gegen andere Nationen, gegen andere Religionen. Das kann nicht zugelassen werden. Da sind wir als Kirche ganz klar positioniert. Wir haben natürlich auch noch andere Themen, die damit in Zusammenhang stehen, etwa der Studientag. Da geht es um das Thema Armut, ganz besonders auch im Blick auf das, was Papst Franziskus uns in die Agenda geschrieben hat, von den Peripherien her denken. Die Kirche sieht Armut immer in zweifacher Hinsicht. Auf der einen Seite soll Armen geholfen werden, wie Jesus es ja in seinen Gleichnissen sagt und in der großen Tradition auch des Alten Testamentes. Aber die Armut ist auch ein Hinweis darauf, dass wir uns immer wieder neu fragen, was brauchen wir eigentlich zum Leben? Diese Diskussion müssen wir auch führen. Armut als ein Ideal sollte nicht heißen, dass die Armut gelobt wird in dem oberflächlichen Sinne, als wäre es schön, dass es viele Arme gibt. Das ist nicht der Sinn. Aber eine kritische Nachfrage, was brauchen wir eigentlich wirklich, ist notwendig, wenn wir an die Zukunft der Welt denken, wenn wir an das gemeinsame Haus der Schöpfung denken. Der Papst hat das ja in Laudato Si sehr deutlich auch unterstrichen. Der materielle Wohlstand allein ist nicht zukunftssichernd und nachhaltig. Darüber müssen wir sicher auch sprechen. Aber im Wesentlichen wird es auch darum gehen, das zu tun, was der Papst auch bei seinem Brief über die Ehe gesagt hat, begleiten, unterscheiden, einbeziehen, Integration, auch gerade derer, die am Rande sind, auch derer, die an den Rand geschoben werden. Und vom Rand her denken. Er hat ja immer sehr schön unterstrichen, wenn man in der Mitte steht, sieht man nicht alles. Man muss auch an den Rand gehen, nicht nur gedanklich, sondern wirklich an den Rand gehen, um das Ganze von dort her anzuschauen. Das wollen wir beim Studientag tun. Dann haben wir das große Thema natürlich, was immer interessant ist, Personalien. Alle 5 Jahre werden die Kommissionen neu besetzt, also auch die Vorsitzenden neu gewählt. Da wird einiges an Diskussionen sein und auch an Suche. Wir haben ja viele neue Bischöfe auch. Manche Bischofssitze sind noch nicht wieder besetzt. Also ich schaue mal, wie wir die 14 Kommissionen dann auch mit den Bischöfen besetzen. Die Vorsitzenden, die Mitglieder, die Berater. Das ist immer eine wichtige und herausfordernde Arbeit. Und ich denke, das wird Sie auch interessieren. Ich hoffe, dass wir möglichst bald, wenn die Entscheidungen da sind, Ihnen das auch mitteilen können. Ein weiterer Punkt ist das Reformationsgedenken. Ich freue mich, dass ich am 30. Oktober diesmal nicht in Rom bin, um den Heiligen Vater zu besuchen oder Kongregation, sondern in die evangelische Kirche zu gehen und dort die Predigt zu halten. Der Pfarrer hatte mich schon vor 2 Jahren eingeladen. Ich habe das gerne angenommen, sozusagen mein persönlicher Auftakt für das Reformationsgedenken in der evangelischen Kirche in Rom, die Predigt anlässlich des Reformationstages zu halten. Wir machen dann eine gemeinsame Reise mit den Spitzen der evangelischen Kirche ins Heilige Land, noch einmal back to the roots sozusagen, ein wenig uns verankern in der biblischen Botschaft und gemeinsam nach vorne schauen. Es soll ja ein Christusfest werden. Das ist mir sehr wichtig und ich bin da in ganz enger Verbindung mit meinem Bruder Heinrich Bedford Strom. Und wir sind der Überzeugung, dass die beiden Kirchen, die beiden großen Kirchen in Deutschland, gerade die Gottesfrage, die ja für uns in Christus aufleuchtet, in Jesus von Nazareth aufleuchtet, in die Mitte dieser Gesellschaft hineinzutragen. Es wird auch in diesen Tagen dann die neue Einheitsübersetzung vorgestellt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo uns noch einmal deutlich wird, dass wir uns verankern in der biblischen Botschaft, dass das unser Bezugspunkt sein muss. Wenn wir an die Zukunft der Kirche denken, sollten wir zunächst uns vergewissern in dem, was eigentlich der Kern unserer Botschaft ist. Und das ist diese Person Jesus Christus, was er gesagt und was er getan hat, was er uns heute zu sagen hat. Dafür wollen wir Vehikel, Instrument sein. Aber nicht die Kirche steht im Zentrum, sondern er. Das sollte jedenfalls unser Programm sein für das Reformationsgedenken.
worauf ich mich eigentlich auch freue. Man kann sich ja fragen, muss ein katholischer Kardinal sich auch auf das Reformationsgedenken freuen? Aber nach allem, was wir miteinander jetzt diskutiert haben, was auch vorbereitet wurde, etwa auch in unserem Erzbistum, bin ich eigentlich der Meinung, dass das auch in vielfältiger Weise Schwung gibt für die Frage nach Gott, nach dem Glauben heute, nach der Verlebendigung des Glaubens, nach der Evangelisierung. Das kann viele Impulse setzen, die positiv sind. Und der Papst wird seinen Beitrag leisten durch seinen Besuch in Lund. Also da haben wir eine ganze Reihe von Elementen und Impulsen, die den Glauben in dieser Gesellschaft präsent machen können. Es gibt ein aktuelles Problem, was uns bewegt. Im Augenblick ist ja eine Diskussion im Gange im Deutschen Bundestag über die Arzneimittelforschung an Dementen bzw. an nicht einwilligungsfähigen Menschen. Wir sehen das doch mit großer Sorge. Und daran möchte ich jetzt hier in der Öffentlichkeit noch einmal erinnern. Wir fordern, dass hier wirklich sehr gründlich nachgedacht wird und die ethischen Bedenken ernst genommen werden, wenn Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, sozusagen zu Objekten der Forschung werden. Auch da, wo, wie viele Fachleute uns sagen, es gar nicht nötig ist, ist das eine ganz gravierende Angelegenheit. Und ich hoffe nicht, dass sie im Windschatten der großen Politik jetzt sozusagen einfach so nebenbei durchdiskutiert wird, ohne dass die Öffentlichkeit wirklich intensiv davon Kenntnis nimmt und dass auch wirklich die Parlamentarier sich die notwendige Zeit nehmen, um das in der Tiefe der Herausforderung auch zu diskutieren. Ich appelliere sehr daran, an die Verantwortlichen im Bundestag in Berlin, das in diesen Tagen zu bedenken. Vielen Dank, Herr Kardinal. Ihre Fragen, Frau Rosowa und Herr Dahm, gehen mit einem Mikrofon rum, damit das im Livestream auch gut gehört wird. Wir beginnen. Wo? Bitte bei Ihnen, ich kann den Namen nicht ganz erkennen. Evelina. Ja, Peter Theisen vom ZDF. Eine Frage, die auf der Hand liegt, die CSU-Äußerungen in letzter Zeit, zuletzt der Messdiener, der Senegalese ist und der nicht mehr abgeschoben werden kann. Wie erschrocken sind Sie über solche Äußerungen? Über die letzte Äußerung, die ich ja nur in den Tickern gesehen habe, bin ich schon etwas, nicht nur etwas erschrocken, sondern auch sehr verärgert. Aber es betrifft ja insgesamt unsere Debatte. Auch das Papier, was ich gelesen habe von der CSU, aber auch das gilt für andere. Die Diskussion wird in einer Tonlage geführt, die nicht hilfreich ist. Wir brauchen doch jetzt auch Empathie im Blick auf die Flüchtlinge. Die Tonlage, wie werden wir sie endlich los? Welche schrecklichen Leute sind das, die alle nicht zu uns gehören? Also diese ganze Tonlage der Abgrenzung, des Wegschiebens ist nicht hilfreich für das, was ja vor uns steht, die Integration. Und wir haben ja Millionen Menschen bei uns, jetzt schon, also unabhängig vom letzten Jahr, die eingewandert sind. Wenn wir an die vielen türkischen Familien denken, also man hat manchmal den Eindruck, die müssen sich auch vorkommen, wie als seien sie hier gar nicht so richtig willkommen, als seien sie hier gar nicht dazugehörig. Also ich muss wirklich bitten darum, alle Beteiligten jetzt zu einer Sprache zurückzufinden, die an den Problemen orientiert ist, die deutlich macht, dass wir Menschen, die in Not sind, nicht abweisen. Ich will es einmal sagen, die rote Linie für die Kirche bleibt, das ist klar und ich habe es immer wiederholt, jeder, der an unsere Grenze kommt, an die europäische Grenze, wird menschenwürdig behandelt. Zweitens, jeder und jede bekommen ein faires Verfahren. Da haben wir viele Fragezeichen an die Konzeption der sicheren Herkunftsländer, wie Sie wissen. Aber ein faires Verfahren, das Minimum, was wir erwarten können. Das Dritte, niemand wird zurückgeschickt in eine Situation von Krieg und Verfolgung. Niemand. Das Vierte, wir werden alles tun, damit Menschen nicht zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken. Und das Fünfte, wir werden viel Geld aufbringen müssen, auch und politische Anstrengungen unternehmen, dass den Menschen geholfen wird, die ja, viel mehr sind es ja, in den Nachbarländern Zuflucht gesucht haben. Das sind ein paar Punkte, unter die können wir gar nicht zurückgehen. Und darüber möchte ich diskutieren in einer sachlichen und den Menschen zugewandten Weise und nicht Polemiken und Schlagworte und Schaum vor dem Mund und so weiter. Das ist nicht hilfreich. Es hindert eine wirkliche konstruktive Debatte. Die nächste Frage.
Kollege nebenan gleich, bitteschön. Bartels, mein Name, Tagesschau ARD. Ich würde da gerne anschließen, und zwar, Sie haben eben davon gesprochen, dass den Flüchtlingen nicht den Rücken zugekehrt werden kann, dass wir da helfen müssen, mehr Mitgefühl. Nun ist es ja gerade so, dass eben hier die Diskussion genau in die andere Richtung geht, und trotz aller Emotionen ist das nicht auch ein Zeichen, dass unsere Gesellschaft etwas kälter und unchristlicher geworden ist, insbesondere die Partei, die doch das C im Namen trägt? Unsere Gesellschaft ist eine vielfältige Gesellschaft, und sie hat sich erst einmal auch im letzten Jahr gezeigt als eine, die durchaus sensibel sein kann. Also nicht alle. Die Gesellschaft, das ist ja ein Wort, was sehr schwierig zu fassen ist. Aber viele in unserer Gesellschaft, möchte ich einmal sagen. Und die Diskussion der letzten Monate hat dann gezeigt, ja, es ist alles etwas schwierig natürlich. Wie wird das weitergehen? Wie sieht die Zukunft aus? Jeder von uns weiß, Deutschland kann nicht einfach jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen. Aber die Not dieser Menschen, die sie auf den Weg bringt, die darf uns nicht gleichgültig sein. Und darüber müssen wir sprechen. Also auch wenn wir nicht alle Probleme lösen können, heißt das doch nicht, dass wir eine Sprache wählen, die im Grunde genommen Schreckensszenarien an die Wand wirft und sozusagen geistig Mauern aufbaut, auch wenn man ganz Europa einzäunt und abschottet vor jeder Armut, vor jedem Flüchtling, vor jedem, der kommen könnte. Verändert das unsere Gesellschaft? Manche sagen, ja, wir wollen uns nicht verändern. Was soll das bedeuten? Eine eingemauerte Gesellschaft wird viel mehr verändert nach innen. Das hat sehr, sehr viel Konsequenzen. Das spüren wir ja jetzt schon, wie Sie zu Recht sagen. Die Phobien, die Aggressionen. Ich will ein Beispiel nennen, was ich gelesen habe. Insofern ist es etwas, muss man das nochmal recherchieren, aber ich glaube, es ist durchaus wahr, dass etwa nach dem Brexit, eine ganz andere Sache, die ausländerfeindliche Stimmung in Großbritannien zugenommen hat. Das ist interessant, aber bestätigt genau die These. Solche Abschottungen führen gerade zu Veränderungen, die wir nicht wollen. Und genauso in Ihrem Sinne, eine christliche Identität, die ja jetzt auch von einigen beschworen wird, besteht ja darin, mit den Schwachen zu empfinden. Die Nächstenliebe ist sozusagen das christliche Merkmal einer Identität für Europa. Nicht wir zuerst, Hauptsache wir, Deutschland zuerst oder welches Land auch immer zuerst und die anderen gehen uns nichts an. Ich finde, Jesus hat anders gesprochen. Und deswegen müssen wir das einbringen. Das heißt nicht, dass es auch vernünftige Lösungen geben muss und sachlich diskutiert wird. Was können wir leisten? Also ich bin ja kein Utopist, darum geht es nicht. Aber die Sprache und das Empfinden und das Engagement auch zur Lösung der Probleme in diesen Nachbarländern, da können wir ja nicht sagen, das geht uns alles nichts mehr an, was in Syrien oder im Libanon passiert, wo Millionen Flüchtlinge in den Lagern sind, in den Einrichtungen sind, wo die Kinder keine Zukunft haben. Da können wir nicht sagen, ja, das ist ja nicht unser Problem. Hauptsache, wir retten unseren Wohlstand. Das kann nicht die Sprache der Kirche sein und auch nicht eine christlich geprägte Sprache. Herr Perske? Hallo, Perske, Deutsche Presseagentur. Eine Frage nicht zu einem Programmpunkt, sondern eher zu einem gesellschaftlichen Oberthema. Also Laienorganisationen machen ja auch immer wieder eine Glaubenskrise der katholischen Kirche aus, die sich an vielen Stichworten aufhängt, Mitgliederschwund, Priestermangel und so weiter. Ist das ein Thema, was Sie hier auch bei diesen Treffen nach wie vor umtreibt? Wird darüber halt so geredet? Und wie bewerten Sie diese Einschätzungen, die da zum Beispiel von Wir sind Kirche geäußert worden sind? Ja, das treibt uns natürlich um, selbstverständlich. Das sind die Fragen, die in den Bistümern behandelt werden und auch natürlich im Kreis der Bischofskonferenz, auf die es auch nicht einfache Antworten gibt. Wenn wir natürlich nur darum kreisen, was wird aus uns? Unser Hauptfokus muss sein, was wird aus dem Glauben an Jesus Christus? Wie können wir diesen Glauben in diese Gesellschaft hineinbringen? Und das ist natürlich in einer offenen und freien Gesellschaft vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte so, dass sich Menschen dort völlig frei entscheiden können, ihre Optionen wählen können, wie sie wollen, nach ihren Nutzenkalkülen, nach ihren Vorstellungen. Das gilt nicht nur für die Kirche, das gilt für alle gesellschaftlichen Institutionen. Vielleicht ist ein großes Problem unserer Zeit, wie mir neulich jemand sagte, dass die Institutionen erodieren und auch von rechts und links und wo auch immer ideologisch angegriffen werden. Also die Institutionen in der Krise sind, und das betrifft uns als Kirche in gewisser Weise auch, das betrifft die Familie zum Teil ja auch. Gut, das ist alles keine Antwort, es gibt keine einfachen Lösungen. Unsere Lösung kann nur sein, uns neu zu vergewissern, was ist, so sage ich oft, der Mehrwert, wenn jemand sagt, ich glaube,
an Jesus Christus und ich glaube, dass er der Weg in das unzerstörbare Leben ist. Gibt es eine Hoffnung auf das unzerstörbare Leben, auf eine Liebe, die nicht vergeht, die immer da ist, die stärker ist als der Tod? Das müssen wir versuchen, durch unseren Gottesdienst, durch die Predigt zu verkünden, aber wir können es nicht erzwingen. Vielleicht in anderen Jahrhunderten konnte man über Milieus und Co., also Gesellschaften, die kohärent sind, das machen. Manche träumen ja auch wieder von solchen Gesellschaften, wo im Grunde genommen vorgeschrieben wird, was man denken und tun soll. Aber das kann nicht der Weg des Christen sein, das kann nicht der Weg in die Zukunft sein. Also ist es viele Herausforderungen und da müssen wir damit leben, glaube ich, dass viele Menschen sich so und so entscheiden. Auch im Rahmen ihrer Biografie. Es ist ja nicht so, da sind die Gläubigen, da sind die Ungläubigen. Ich kann mich gut erinnern an das Gespräch mit Papst Franziskus beim Ad Limina-Besuch, wo er auch dann auf diese Frage hin, wir diskutieren das da auch natürlich in dem Kreis mit dem Papst, mit den Bischöfen, und er sagte, ist das eigentlich so einfach, die Trennung zu machen, gläubig, ungläubig? Interessant, ne? Der Papst. Und wir haben uns angeguckt, der hatte ja recht. Im Laufe der Lebensgeschichte denken Sie an Mutter Teresa und ihre Zweifel auch, ihre Ängste. Also einfach zu sagen, wir haben jetzt klare Verhältnisse, da sind die Gläubigen, da sind die Ungläubigen, da sind die weniger Gläubigen. So einfach ist das Leben heute, glaube ich, nicht mehr. Und darauf müssen wir uns einstellen in unserer Seelsorge, in unserer pastoralen Arbeit, ausgerichtet auf die persönliche Biografie und Lebensgeschichte der Menschen viel stärker, eine anspruchsvollere Seelsorge, vielleicht anspruchsvoller, als sie jemals war, möglicherweise. Das sind die Themen, glaube ich, die wir diskutieren müssen. Und da kann man nicht nur einfach sagen, wenn jetzt im nächsten Jahr wieder 500.000 eingetreten sind, dann seid ihr mit euren Maßnahmen erfolgreich. Wir machen hier kein politisches Programm in dem Sinne, dass man einfach abrechnen könnte, jedes Jahr erfolgreich, nicht erfolgreich, sondern langfristig. Ich bin aber überzeugt, dass die beiden Kirchen oder sagen wir mal der christliche Glaube in unserem Land, in unserer Gesellschaft weiterhin von zentraler Bedeutung auch in Zukunft sein wird. Daran müssen wir arbeiten, nicht um unseretwillen. Aber was soll an diese Stelle treten? Was soll an die Stelle treten der Verkündigung des Evangeliums? Ich kann nichts erkennen, was dem gleich käme. Ich sage immer, wir haben eine Sendung, nicht jetzt ständig jammern, was wird aus uns, wie gesagt, sondern was wird aus diesem Land, wenn das Evangelium nicht verkündet wird? Das muss unser Antrieb sein und den langen Atem habe ich. Herr Brüggenjürgen. Ingo Brüggenjürgen, domradio.de. Herr Kardinal, Sie haben angesprochen, Sie können sich auch als katholischer Bischof über das Reformationsjubiläum freuen, vor diesem Hintergrund, weil Sie sagen, man konzentriert sich darauf, vielleicht gibt es neue Impulse. In diesen Tagen werden jetzt zwei neue Bibeln vorgestellt, die Einheitsübersetzung, die für die katholische einheitlich ist, die Lutherbibel für die evangelische Kirche. Das bedeutet ja in der Praxis ganz konkret, dass man jetzt vielfach doch wieder das Gerangel hat, welcher Text denn drankommt in ökumenischen Gottesdiensten und so und. Wie bewerten Sie das denn? Nein, da gibt es eigentlich eine klare Regelung. Da soll der Prediger entscheiden, welchen Text er nimmt. So haben wir das eigentlich immer gehalten und daran hat sich nichts geändert. Es gab damals mal das Missverständnis, die Einheitsübersetzung sei sozusagen auch dann eine Übersetzung, die Lutherbibel verdrängen soll. Ich glaube, das ist eine Überforderung der evangelischen Brüder und Schwestern. Das war eigentlich nicht richtig. Wir haben uns immer schon so darauf geeinigt, zu sagen, wer predigt, und der soll den Text, über den er predigt, aus der Übersetzung nehmen, die ihm genehm ist. Allgemeine Gottesdienste ökumenischer Art, da sollte man schon die Einheitsübersetzung nehmen, aber ich sehe nicht, dass wir darüber noch streiten sollten. Das ist vorbei, aus meiner Sicht. Herr Aberham. Herr Kardinal, vor gut einem Jahr war die Bischofssynode zum Thema Ehe und Familie. Sie haben den Familienbrief Amoris Laetitia des Papstes bereits erwähnt. Ist dieses Thema Ehe und Familie, wiederverheiratet Geschiedene, noch Thema bei den Bischöfen? Wird es eine einheitliche Stellungnahme, Handreichung geben, wie mit dem Papier des Papstes auch umzugehen ist, gerade zum Beispiel, was das Thema wiederverheiratet Geschiedene anbetrifft? Wir diskutieren darüber. Das ist ein Punkt der Tagesordnung, das hatte ich vergessen vielleicht das zu sagen. Ja, natürlich ist Amoris Laetitia nicht nur wegen der Frage der Wiedererfahrung Geschiedenen, sondern insgesamt als theologische Herausforderung im Blick auf eine anspruchsvolle Pastoral, von der ich gerade gesprochen habe, sehr, sehr wichtig. Da ist ja so der Dreiklang begleiten, unterscheiden, integrieren, einbeziehen. Und das gilt nicht nur für dieses Thema, das gilt insgesamt für die pastorale Arbeit.
Darüber werden wir sprechen. Es sind ja verschiedene Stellungnahmen auch schon erschienen. Etwa jetzt habe ich gesehen, der argentinischen Bischöfe im Osservatore Romano gab es Kommentare. Ich habe einen Kommentar dort auch geschrieben über das Thema anspruchsvolle Seelsorge. Wir müssen diskutieren darüber. Wir hatten ja sowieso vor, ein Hirtenwort zur Familie zu schreiben, wie wir das jetzt machen. Darüber wird diskutiert werden. Es liegt ein Vorschlag vor. Ich kann nicht erkennen, dass es da große Differenzen geben könnte. Es gibt unterschiedliche Akzente möglicherweise, aber der Papst hat auch sehr deutlich eigentlich in Amoris Laetitia Stellung genommen. Ich kann nicht erkennen, dass man sagen könnte, es sei alles genauso wie früher, oder genauso kann man, glaube ich, nicht sagen, es sei jetzt alles anders und man würde was völlig Neues machen. Das kann man nicht sagen. Also ich glaube, man muss sich da mal verständigen. Ich sehe, dass wir ganz in der Nähe dessen sind, was wir als deutsche Bischöfe ja schon einmal veröffentlicht haben, am Anfang der Synode über das Thema Wiedervereinigung Geschiedene. Da haben wir ja ein Dokument gemacht. Ich kann, meine ich, ganz gut erkennen, dass die große Linie des Papstes eigentlich dem entspricht, was wir da damals gemacht haben. Keine generellen Lösungen, sondern eine Lösung, die immer auf den Einzelfall und seine besonderen Herausforderungen schaut. Anders geht es ja auch gar nicht in der Seelsorge. Wir können ja nicht einfach pauschal über das Leben von Menschen hinweggehen. Das ist sehr unterschiedlich, die Biografien gelegentlich. Brüche, die nicht geheilt sind, Unversöhntes ist stehen geblieben, andere sind einen Weg gegangen der Versöhnung. Also das einfach über einen Kamm zu scheren, ist gar nicht möglich. Das haben wir damals gesagt und in der Linie sehe ich auch eigentlich das, was in Amoris Laetitia steht. Aber ich will da die Diskussion nicht vorherbestimmen. Da kann die Bischofskonferenz sich, glaube ich, etwas Zeit nehmen, sich auszutauschen darüber, wie wir auf Amoris Laetitia noch mal reagieren wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn keine weiteren Fragen sind, 16:15 Uhr. Herr Perske noch hat die letzte Frage, bitteschön. Haben wir alles drin in der Liste? Eine noch. Und zwar, wie beurteilen Sie die letzten Wahlergebnisse der AfD und was sagt es über Deutschland aus? Ja, Deutschland ist ein großes. Denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Sie kennen ja den Beginn von Heinrich Heines Reise, Winterreise, die mir sehr am Herzen liegt, die mir schon mein Vater vorgelesen hat, als ich ein kleines Kind war. Die populistischen Strömungen, ich will jetzt nicht alle Parteien unter einen Kamm scheren, gucken Sie sich Europa an, das ist ja nicht nur eine Diskussion in Deutschland, haben zugenommen. Die Suche nach Identität und Sicherheit ist Programm und das macht mir ein wenig Sorge. Das muss wenig, vielleicht sogar sehr viel Sorge, weil es eben nicht nur mit der Flüchtlingskrise zusammenhängt, sondern ein genereller Trend in ganz Europa ist und auch im Westen insgesamt. Und das wäre wirklich, würde sich lohnen, das intensiv zu diskutieren. Ich habe neulich einmal gesagt, man hat so den Eindruck, aber da werde ich vielleicht etwas philosophisch, es gibt so eine neoromantische, restaurative Welle, die immer mal ihre Berechtigung hat. Denken Sie an die große Französische Revolution, als alles zerschlagen war, dann begann die Restauration. Das muss noch nicht rechtsradikal oder alles braun sein, aber es gibt so ein Ressentiment gegen das, was sich herausgebildet hat. Oder nach dem Ersten Weltkrieg auch, als die ganze Zivilisation praktisch irgendwie zerstört schien, eine Suche nach neuen Sicherheiten, nach neuen Festigkeiten. Manchmal denke ich, es ist heute auch eine komplexe Welt, Unsicherheit ist da, wo soll man sich hinwenden? Also sucht man einfache Antworten, einfache Lösungen. Absicherung, Mauern bauen, geistige Mauern bauen, sich abschotten gegenüber anderen, wieder die nationalen Identitäten insbesondere hervorrufen. Der Nationalismus war doch die Ursache der Kriege. Ich sage das nicht jetzt für alle einzelnen Akteure, die sagen, wir wollen auch Patrioten sein, das sind wir ja alle, das ist ja nicht der Punkt. Aber das Wiederbeleben dieses starken nationalen Redens macht mir große Sorge, denn das war am Anfang vieler Konflikte. Und Konflikte können, das sehen wir jetzt in Europa, auch wieder zu sehr negativen Ergebnissen führen. Nochmal vielen Dank. 16:15 Uhr. 66 Bischöfe sind da, auch der neue aus Limburg. Bildtermin, weiteren Termine weiß Frau Elpers Bescheid. Und für morgen im Gottesdienst, Herr Ohne Sorge, hat dann das Kommando im Dom für die Filmaufnahmen. Vielen Dank und bis nachher. Also, bis dann.